DVD. Nein, 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 shit. Dann gucken wir erstmal Dave. Will ich ein Video machen, in dem ich versuche surfen zu lernen, aber seit einem Jahr will ich ein Video machen, in dem ich versuche surfen zu lernen, aber the United Kingdom will not escape the effect coronavirus crisis in Germany. Schwierig, aber in den letzten Wochen konnte dann endlich wieder eine der wenigen stehenden Wellen in Deutschland aufmachen. Grüße an Warte, ich will mir einen Pulli anziehen. Surf Langfeld, bei denen ich das Ganze machen durfte, bin ich an einem der ersten Tage der Saison am Surfen. Ach, ich weiß, warum es leise ist. Surfen in Deutschland auszuprobieren. Man muss nicht an den Atlantik fahren, man muss nicht ins Ausland fahren. Max und ich haben uns wieder mal auf Corona testen lassen, sind nach Langenfeld gefahren und haben das Ganze ausprobiert. Mehrere super leistungsstarke Pumpen drücken hier Unmengen an Wasser aus dem See hoch. Junge, sowas wollte ich schon immer nicht mal machen. Was? Beschleunigen das, sodass eine Welle entstehen kann. Dadurch hat man natürlich auch verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, kann bestimmen, wie viel Wasser durchgedrückt wird, wie schnell das Wasser durchgedrückt wird und kann die Welle so den verschiedenen Könnenständen anpassen. Das sind schon ordentliche Wassermassen hier. Ja. Hinter mir läuft schon die stehende Welle, die haben wir gerade schon in Betrieb genommen. Die baut sich jetzt immer weiter auf. Ist sehr beeindruckend, wie viel Wasser hier jetzt schon am Fließen ist. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, ob das das wird oder nicht. Ich hüpfe jetzt direkt in meinen Neoprenanzug und dann geht's, glaube ich, schon mit der Einweisung los. Ich bin sehr gespannt und auch ein bisschen beängstigt. Geiles Wetter, ne? Ja, das Wasser hat so ungefähr 7 bis 8 Grad. Also es ist schon wirklich noch kalt. Deswegen habe ich mir gerade eben noch Neoprenschuhe und Handschuhe besorgt, damit ich das alles ein bisschen länger als nur 5 Minuten durchhalte. Ich bin sehr gespannt. Mein erster Wasserkontakt dieses Jahr. Ja, aber so surfen lernen in einer Stunde, wenn man zu so einem Ding geht, dann muss man das doch nach einer Stunde drauf haben oder so. Und den kann man ja nicht so automatisch surfen. Also, einfach, er tried dieses Ding eine Stunde lang. Wenn er da nicht drauf stehen kann, das heißt ja dann nicht, dass er surfen gelernt hat, wenn er drauf stehen bleibt kurz. Also, denkst du, Crashkurs? Ja, aber wenn er eine Stunde dort ist, denkt man, als ob man nach einer Stunde immer noch runterfällt. Also, es ist ja normal, dass man das packt, oder? Nach einer Stunde. Man muss ja nur das Gleichgewicht finden. Das Jahr, nachdem ich letztes Jahr im November ja dieses... Und zu mir, ich will das nicht machen. Keine Ahnung. Oder? Doch, ich würde es, glaube ich, machen, wenn es irgendwo im Schwimmbad ist. Eisbaden-Video gemacht hatte. Ey, es sieht schon scary aus, ne? Die Wassermassen, ja. Und wie schnell das alles läuft und so. Wir haben insgesamt eine Stunde Zeit. Also es ist kein 7-Tage-Projekt, es ist kein... Ein Tagesprojekt ist eigentlich ein Ein-Stunden-Projekt. In einer Stunde surfen lernen. Ja, was die Sache nicht einfacher macht, auch kopfmäßig. Am liebsten hätte ich das Ganze natürlich auch 7 Tage probiert, aber das ist eine Riesenmaschine, super aufwendig. Da muss eine Person dabei sein, die aufpasst und die dafür ausgebildet ist. Das geht also nicht. Wir mussten uns dieses Mal auf eine Stunde beschränken. Ich habe mir aber schon überlegt, dass ich gerne einen zweiten Teil machen will, wo ich das Ganze im Atlantik ausprobiere, sobald es coronamäßig halt wieder möglich ist. Maurice, ein Profi und ausgebildeter Trainer auf dieser Welle, hat probiert, mir in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Theoriewissen mitzugeben, sodass ich grob weiß, wie das Ganze funktioniert. Gewichtsverteilung ist ein bisschen mehr Druck auf dem hinteren Bein. Das heißt, okay. Am Anfang stellst du dich in die Hocke, mehr Druck aufs hintere Bein. Blickrichtung ist, du schaust nur rüber zum Langfeld-Logo. Okay. Das Wasser vorne, ich weiß, das ist sehr laut, ich denk ab. Schaust nur rüber zum Langfeld-Logo. Okay. Wir sind dann aber relativ schnell an die Welle gegangen, weil ich glaube, das funktioniert besser im Try and Error, das auszuprobieren. Und dann zu merken, was falsch läuft. Sieht so ein bisschen so aus, als hätte ich hier in irgendeiner Weise Plan, aber so ist es nicht. Ja. Dann bringst du das hintere Ende ins Wasser, stellst den hinteren Fuß drauf. Junge, der erste Moment, da reinzuspringen, ich würde so nach hinten gespült werden, ich würde. Keine Ahnung, wie man da aufsteigen soll. Warte, man, also wie er schon sagt, hinten zuerst. Aber wie soll man denn da raufstellen, ohne Sinn? Ja. Dann den vorderen Fuß und dann kannst du die Hand loslassen. Setzen. Da wird so weggespült. Noch ein Stück weiter nach rechts. Und jetzt hältst du mit der linken Hand vorne fest, das hintere Ende ins Wasser legen und den hinteren Fuß aufs Pad stellen. So, er paddelt jetzt. Jawohl. So, jetzt auf den Bauch. Stellst du den vorderen Fuß aufs Pad. Ja, und einfach runterdrücken mit dem Fuß. Gut, jetzt ist schon richtig Druck aufs Brett. Gut, jetzt schaust du rüber zum Logo. Ja. Nimmst den Arm nach vorne und jetzt nach vorne den. Er kann surfen, Leute. Natürlich war ich extrem unsicher, keine Frage. Und das Board hatte wahrscheinlich mehr Kontrolle über mich, als ich über das Board. Aber ich stand. Oha. Leute, der kann surfen. In 2 Minuten.
Zu unserer Verwunderung hat es tatsächlich beim allerersten Mal geklappt und ich stand. Das ist komplett verrückt. Das ist schon gute Körperbeherrschung, also dass er dafür so ein gutes Gefühl hat und so. Ich glaube, ich wäre auch so schnell dabei. Klar, ich habe in meinem Leben schon viel auf verschiedenen Brettern gestanden. Ski, so. Snowboard, Skateboard. Also Skater. Habe ich alles schon viele Tage in meinem Leben lang gemacht. Aber es ist trotzdem ein sehr anderes Gefühl und es hat mich sehr überrascht, ich dass nicht. Es so gut funktioniert hat. Okay, dann wäre ich doch nicht so gut. Jetzt, guck mal, jetzt wäre ich von mir enttäuscht, wenn ich das auch nicht so schnell schaffe. Digga, wie gut! Ja, jetzt hätte ich langsam auch keinen Bock mehr. Runter da. Nice, Mann, nice. Ey, kommen Sie zu mir, bei mir lernen Sie surfen in der ersten Welle. Ich habe das Ganze sogar schon mal im Atlantik ausprobiert, das Ganze aber eher schlecht als recht und ich habe relativ schnell die Motivation verloren und dann irgendwann angefangen, auf dem Campingplatz einfach irgendwelche YouTube-Videos zu drehen, wo ich mich selber tätowiere oder so. Das Ganze war wenig erfolgreich, also ich habe auf einem Surfbrett stehend jetzt relativ wenig Erfahrung. Außerdem habe ich relativ schnell gemerkt, dass es wirklich sehr kalt war und das sollte mir zum Ende hin auch noch zum Verhängnis werden. First try, Sir, first try. Digga, ich hab mich die ganze Zeit gefragt, fällst du da auch nochmal runter? Ja. Hätte ich wirklich nicht mit gerechnet. Versuch 2 war schneller vorbei, als er angefangen hat. Lukas, danke für den Rhymes up. Ich habe mir selber zu viel vertraut. Hey, komm, direkt hinterher, nächster Versuch. Versuch 3 war dann deutlich besser als alles zuvor. Ich konnte ziemlich sicher mich von der einen zur anderen Seite bewegen, was eine Vorübung ist für die eigentliche Bewegung auf der Welle, auf der man so auf und ab fährt. Das ist geil, wenn man so auf der Welle so mit dem Arsch so. So wie wenn man mit dem Fahrrad so bremst, mit Rücktrittbremse. Kennt ihr das noch? Oh, wie cool war das? Wenn man ein Fahrrad mit Rücktrittbremse hatte, immer so driften. Boah, das war so cool. Geht's richtig los, jetzt muss ich... Jetzt geht's erst richtig los. So anstrengend. Wir haben die Welle dann ziemlich schnell verstellt, ein bisschen steiler und schneller gemacht, um ein bisschen mehr Bewegungsspielraum zu haben. Das hat man auf jeden Fall deutlich gemerkt. Die Welle ist lauter geworden und deutlich brachialer. Im Meer muss man sich den Wellen anpassen. Hier passt man die Welle einfach auf die Person an. Komplett verrückt, dass sowas möglich ist. Jetzt fährst du wieder rüber, hältst dich fest und dann aufdrehen und zurück. Denk zu wenig nach. Ja, ich habe gerade so gesagt, so jetzt Slow-Mo, hoffentlich fällt Dave hin. Bro. Du hast delivered. Ja, ich vertraue mir selber direkt zu viel. Ja, genau, lass dir Zeit. Schau, dass du erst stabil stehst. Ja. Das ist das Wichtigste. Aber wenn du erst stabil stehst und aus der Position dann alles, kannst du easy rüberfahren. Ja, ja, ja. Jeder Sturz bedeutet paddeln, ne? Das hier ist doch ein bisschen Arbeit. Das stimmt. Jeder Sturz tut so weh, man wird weggespült bis, keine Ahnung, wo 100 Meter weggespült. Und den linken Arm dahin, wo du hinfahren willst. Das wird mich abfangen. Das war schon wirklich ein krasses Erfolgserlebnis und genau zu dem Zeitpunkt hat aber mein Körper angefangen, wirklich nachzulassen. Also es war wirklich unendlich anstrengend. Ich habe auf jeden Fall deutlich gemerkt, dass mir super viel Kondition und auch einfach Kraft fehlt. Meine Beine sind nach 10 Sekunden auf der Welle komplett schlapp und über meine Arme nach 3 Paddelzügen müssen wir erst gar nicht reden. Außerdem wurde mir mit jedem Wasserkontakt deutlich kälter, mein Gesicht hat angefangen, sich zu verfärben und das hat sich dann auch alles in meiner Performance wiedergespiegelt. Let's go! Ich hoffe, ihr könnt überhaupt ein bisschen was hören, Leute. Es ist sehr, sehr krank. Oh, da ist er weg. Scheiße, ist so anstrengend. Paddeln ist schon sehr anstrengend, aber auch nach dem dritten Mal hin und her, vor allem vorne das Standbein. Dadurch, dass ich das Privileg hatte, komplett alleine auf der Welle zu sein, hatte ich halt keine richtigen Pausen, weil irgendwie gerade andere Leute am Surfen waren, sondern ich bin wirklich rein, raus und nach dem 5. oder 6. Versuch habe ich das deutlich gemerkt. Es ist so fucking anstrengend und die ganze Zeit rein, raus, bisschen Ausdauer muss man mitbringen, ja. Habe ich nicht. Zu krass. No joke, ich stehe so auf meinen Beinen und bin so am Wackeln. Ey, dann ist aber vielleicht auch smart so für weitermachen, wenn du... Das ist aber ehrlich übertrieben anstrengend, die ganze Zeit so in der Hocke zu sein. So wenn die Beine so bis hier angewinkelt sind. 110 Grad oder so. Unangenehm. Aber machen das die Surfer nicht fast aufrecht? So mit fast gestreckten Beinen? Sekunde. Ja, ich glaube, ich muss mal richtig. Ja. Ich hatte zwar das Gefühl, die Basics... Ich fahre Wakeboard, Junge, nach dritte Runde jeweils 2 Kilometer, I guess. Sind deine Beine tot und wenn du ganz hinten rausfällst, hast du absolut verkackt. Also auch auf so einem Ding. Was ist nochmal Wakeboard? Ist nicht Wakeboard das, wo man gezogen wird vom Boot?
Da hat man so Schuhe, wo man drin steht, okay. Die auch ziemlich sicher auf der Welle machen zu können, aber alles, was darüber hinaus... Am Seil, ja okay, bei so einer Wakeboard-Anlage kann man sie auch am Seil machen. Ging, war einfach aussichtslos. Ich habe es einfach nicht hinbekommen. Der so wie Wasserski, ist nicht oder? Zu verstehen, was man falsch macht. Also mir wird gesagt, was ich falsch mache. Ich kann das auch verstehen, aber ich kann es halt nicht umsetzen. Ja, ja. Das ist nicht so wie bei... So, ich glaube, da kann man das machen zum Beispiel. Hier ist, glaube ich, Wakeboard, Wasserski. Waveboard, scheiße. Nein, Wakeboard. Häufig bei Sachen, dass ich so das Gefühl habe, okay, easy, das habe ich gemacht, Hüfte drehe ich, dann läuft es besser. Ist nie an dem Boot. Wie heißt denn das, was am Boot ist? Hier. Ach. Achso, das alles sind so Parks. Hier. Hier, was wollt ihr? Und Waveboard, das hatte ich. Mit Waveboard bin ich cracked gewesen. Ich war damit in der Schule und so peinlich. Einfach, ich musste immer zwei Plätze im Bus benutzen wegen meinem Waveboard. So uncool. Ich dachte, ich wäre cool. Und in der Klasse dann an die Seite so ranstellen. So uncool. Sondern hier habe ich das Gefühl, mach das nicht. Dass die Welle mich kontrolliert und ich nicht die Welle. Ja, ja. Und das ist nicht so optimal. Ja, aber sieht gut aus. Fürs erste Mal ultra gut. Kommentier mal was. Nee, gleich werden wir sehen, wie das aussieht, wenn man es wirklich kann, welchen Weg ich noch vor mir habe, um dahin zu kommen. Ich bin gespannt. Ich probiere es jetzt noch zwei, drei Mal, aber mein Körper sagt wirklich, mach zu. Ey, das ist wirklich, ich habe mich lange nicht mehr so angestrengt. Ja? Ja. Ja, driften, genau driften, Junge. Lass uns nicht drüber reden. Nicht leiser. Es war cool. Ich bin trotzdem froh, dass es für heute vorbei ist. Kannst du jetzt surfen? Nein, weiß nicht, ob mir jemals so kalt war. Alle meine Gliedmaßen sind so kalt. Ich kann nicht vernünftig reden. Real Talk, das war unendlich anstrengend. All in all hat super funktioniert. Ich konnte auf der Welle stehen, ich konnte ein bisschen auf und ab fahren. Auch wenn ich jetzt in dieser Stunde nicht perfekt surfen gelernt habe, war das ein voller Erfolg. Oh. Für mein zweites Video werde ich Richtung Atlantik fahren. Wenn ihr Bock darauf habt, das sehen wollt, lasst dem Video gerne ein Like da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Vielen Dank an Surf Langenfeld. Checkt die aus, wenn ihr es selber ausprobieren wollt. Und wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Yeah, yeah, yeah.